einem neuen Video. Denn die gute Lutschette ist wieder da. Ja, ich bin gespannt, was diesmal drin ist. Die letzte war ja, lass mich überlegen, die war ja ziemlich gut. Und ich bin gespannt, was diesmal drin sein wird. Und ich hoffe, euch gefällt die Box genauso wie mir. Und lasst uns reinschauen. Als erstes haben wir das T-Shirt. So. Das packen wir mal aus. So. Schauen wir uns das doch mal an. So, es ist ein Dover King, steht drauf. Es scheint ein Skyrim-T-Shirt zu sein. Ich zeig's euch mal. Da ist das gute Stück. Ups. Natürlich drin, wenn dann auch richtig. So, da. Dover King steht drauf. Da haben wir dann ein Schild und zwei Schwerter. Und den Helm. Und ich denke mir mal, das wird auf Skyrim kommen. Weil dieser Helm ist so typisch Skyrim-mäßig. Deswegen wird es wahrscheinlich aus Skyrim sein. Das T-Shirt, denke ich mal, werde ich verschenken, weil es gibt zwar gewisse Skyrim-Items, die ich behalte, wenn zum Beispiel dieses Drachen-Skyrim-Symbol drauf ist. Ich habe Skyrim tatsächlich nie gespielt. Ich kenne es aber und ich weiß, dass man so, also man hat Fähigkeiten, bekämpft gegen Drachen und so. Und ja, also es ist nicht immer was Gutes. Und mein Tablet geht mir auf die Nerven. Lassen wir es aber erstmal düdeln. So. Oh, was ist da? Oh, das ist cool. Ein Regenschirm. Muss ich mal gucken. Ah, jetzt habe ich den. Oh mein Gott, einen Moment, das klingelt. So, da bin ich wieder. Da hat es doch plötzlich an der Tür geklingelt. So, wo waren wir? Genau, wir haben den Bubsi. Den Bubsi von unserem Batman-Schirm. Ich klappe den jetzt mal nicht aus, weil ich kriege den dann wahrscheinlich nicht wieder so ordentlich zu. Ich stecke den mal hier wieder drüber. So, auf jeden Fall ein Batman-Schirm, auch original Batman hier, Lizenz, und ja, wer Batman mag, für den ist es super cool. Ich kenne jemanden zum Glück, der Batman mag, dadurch ist es wieder ein sehr schönes Geschenk für jemanden, der Batman mag, und ja, ein Regenschirm. So, als nächstes haben wir was von Harry Potter. Und zwar ist das eine Müsli-Schale. Eine ganz leichte, schlichte, so halt, innen ist sie halt rot und vorne steht halt Harry Potter drauf. Ball, Currents, Ball, Schale. In verschiedenen Sprachen. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie die aufgeht. Ohne, dass ich da jetzt irgendwas kaputt mache. Denn Harry Potter ist nicht so meins. Also es gibt so bestimmte Sachen, wo ich sage, also ich bin zum Beispiel mehr der magische Tierwesen und wo sie zu finden sind Fan. Ich mag die Filme mehr als die Harry Potter Filme, weil ja, ich halt mehr die magischen Tierwesen cool finde als die Geschichten um Harry Potter halt drum. Deswegen auch, also es ist kein schlechtes Item. So eine Schale ist nicht schlecht, kann man immer mal gebrauchen. Und ja. So. Weiter geht's.
geht's. Was haben wir? Oh, ich hasse diese Dinger. Die stauben bei mir nämlich da hinten in der Ecke. Eh nur ein. Ja, das sind so eine Gummiarmbänder-Gedöns. Also ich trage die jetzt nicht. Für die Leute, die es halt mögen. Also das ist eher so Schrott. Es steht halt drauf. Ups, was steht drauf? GGMP und. Nee, GGWP und Respawn. Also es scheint irgendwas mit Games zu tun haben. Aber diese Dinger, die sind halt auch echt scheiße. Also so, sie kann man halt nicht lange tragen, weil die dann irgendwann so eklig klebrig werden. Also ich habe halt 2 Stück oder so, die dann jetzt nach einer Weile so eklig klebrig sind. Ich werde die wahrscheinlich wegschmeißen, weil ich trage die eh nicht. Die liegen bei mir eh nur in der Ecke rum und ja. Weg damit. Scheißdinger. So, was haben wir hier? Magic Gum. Oh. Die Dinger finde ich ja ganz lustig. Das ist so Pulver. Knisternde Zuckerwatte mit Kaugummi. Davon habe ich halt auch schon eine Tüte mal gegessen. Mal sehen, ist es von Nestle? Ich schau mal nach. Es ist... Keine Ahnung, es steht nicht drauf. Ich hoffe es mal nicht, dass es von Nestle ist, weil ich bin einer der Nestle teilweise boykottiert. Nicht alles, aber zumindest sehr viel. Deswegen, ja. Aber ansonsten ist es eine nette kleine Süßigkeit zum Zwischendurch mal snacken. So, oh, was ist das denn Lustiges? Hier haben wir... so Spinnen drauf. Passend zu Halloween, weil ja jetzt die Halloween-Zeit ist. Mini-Spinnenpizza. Oh, geil. 20 Minuten, 10 Minuten. Okay, für 18 Mini-Pizzen. Man brauche Baguette, Rohlinge zum Selbstbacken, eine Mehl für die Arbeitsfläche, Tomatensoße, Mozzarella, eine Dose Oliven, entsteint, Salz, Pfeffer, Oregano getrocknet und etwas Olivenöl. Ja, das ist ein kleines Rezept für Mini-Pizzen. Spinnen-Mini-Pizzen finde ich sehr gut. Da ich ja jetzt auch bald eine Halloween-Party machen werde, passt das sehr gut. Vielleicht überlege ich mir die dann doch mal zu machen. Und na gut, ich habe 2 Leute, die keine Oliven essen. Das ist nur wieder ein bisschen schlecht. Na, dann mache ich sie für mich selber. Habe ich leckere, süße Spinnenpizzen. Nice. Und, oh, das Spannendste kommt ja jetzt. Wer sich erinnert, gab es mal die zauberhafte Küche. Die war auch mal in der Loot Chest drin. Und das war ja nur so eine Preview quasi und für das ganze Kochbuch. Und jetzt haben wir wieder zauberhafte Partyserie. Partyserie. Naja, auf jeden Fall wieder ein neues Zauberküche-Kochbuch. Und zwar zauberhafte Partyserie. Da haben wir dann zum Beispiel Herzkönigin-Törtchen aus Alice im Wunderland. Die Energiekugeln aus Dungeons and Dragons. Der Marshmallow Man aus Ghostbusters. Dann Milchreis der guten Fee aus Shrek. Augen der Besonderheiten. Die Insel der besonderen Kinder. Bastian Sandwiches. Die unendliche Geschichte. Dann Kelly Pops Kekse aus Fluch der Karibik. Queenie Goldsteinstrudel aus Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Das ist natürlich. Butterbier aus Harry Potter und die Golemherzen, das Golemherzen-Elixier aus The Witcher.
Und die können wir dann alle nachkochen, diese Sachen. Und ich werde sie natürlich alle ausprobieren. Und ja, darauf freue ich mich nun wirklich sehr, da ich sehr gerne koche. Und vor allem auch so aus Serien und sowas. Ich habe ja da auch einen YouTube-Kanal, den ich da abonniert habe. Und ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Kochbuch. Ja, das war's jetzt auch schon wieder. Wir haben noch das Heftchen und auf dem Boden ist jetzt noch Dein Wow ist unsere Quest, Luches Community, Luches Umfrage. Und wir sind für euch uns da. Jetzt schaue ich mal, was das Poster ist. Kein Poster mehr drin? Oh, echt nicht? Ah doch, das Pokémon-Poster haben wir diesmal drin. Und jetzt schauen wir mal, was ist denn das Plus-Item? Ja, geil! Das Plus-Item ist dieses Kochbuch hier, die zauberhafte Patissiere. Dann die Rezeptkarte ist kostenlos, die Popsockets sind kostenlos, die zauberhafte Patissiere kostet 12,95 €. Die Harry Potter Müsli-Schale kostet 12,95 €. Die komischen Ares Respawn-Teile da, dieses komische, doofe Gummiband, ist auch gratis, okay. Sehr viele Sachen diesmal dran. Drei Sachen haben wir diesmal gratis. Dann das Dover King-Shirt kostet 14,95 € und der Batman-Regenschirm kostet 19,95 €. Irgendwie alles mit 95 ist es. Ja, sehr, sehr komisch. Ja, das war's jetzt auch wieder mit der Box. Ich hoffe, euch hat sie sehr gefallen. Also ich muss sagen, es waren ein paar Sachen dabei, die halt gut waren, außer dieses komische Scheiß-Gummiband. Ansonsten, ja, es ist halt so wieder eine Mischmax-Box, so mal gute, mal schlechte Sachen. Also an sich sind die Sachen, die ja diesmal, die da drin sind, nicht schlecht. Also der Regenschirm zum Beispiel ist cool. Aber ich würde ihn jetzt nicht behalten, was wie gesagt nicht mein Thema ist. Und am besten finde ich natürlich das Kochbuch hier. Es gibt bestimmt wieder so ein komplettes Kochbuch, was man sich da kaufen kann. Mir reichen aber die paar Rezepte, also ich muss jetzt nicht das ganze Kochbuch kaufen dafür. Und ja, hoffe euch hat das Video gefallen. Ihr gebt mir einen Daumen nach oben. Schenkt mir ein Abo, wäre auch nicht schlecht. Sagt einfach in den Kommentaren, wie euch die Box gefallen hat. Und wir sehen uns dann bei einem neuen Boxing. Bis bald und tschüss, meine Flauschis!